Jo Leute, und willkommen zurück zu den Sips. Tja. Oh, kennt ihr das, wenn sich so Niesen anbahnt, wenn das so kribbelt in der Nase? Das ist so ekelhaft. Also ich glaube, ich werde nie verstehen, warum dieses Streicheln am Anfang immer kommt. Aber ich werde es auf jeden Fall wegdrücken. So, jetzt duscht er erstmal, dann kannst du dem Viech erstmal ein bisschen fressen gehen. Sehr schön. Du sollst nicht betteln. Was soll denn das? So. Solange Sandra, ja, ich weiß, wie sie heißt, noch in der Schule ist, könnte ich euch allerdings mal was Lustiges zeigen. Beziehungsweise, was heißt lustig, ne? Einfach mal so fürs Archiv. Werde ich euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn wir hier reinspringen. Denn wir müssen ja irgendwann auch mal damit anfangen. Und du schneller! Nein. Und wenn wir nämlich da reinspringen und die Kleine ist auch zu Hause, dann kommt die mit. Und das will ich nicht. Ja, gib Futter. Mehr. Es reicht nicht. Loch im Boden. Verschwindest du durch dieses Loch, wird dein Haus in derzeitigen Zustand gespeichert. Möchtest du dein Haus wirklich verlassen? Natürlich. So, ab geht's. Tschüss. Und wir begeben uns in das Loch. Ich fände das richtig cool, wenn es sowas wirklich geben würde. Irgendwie lustig. So. Mach's gut. Ja, und da ist auch schon der Übergang. Wir können in die magische Welt reisen. Und genauso auch wie in der Altstadt haben wir hier ein paar Raster, nach welchen Kriterien wir halt vorfahren wollen, Fahrgeschäfte anzeigen. Gibt's hier zum Beispiel. Denn, es geht hier halt nicht so um Magie auch. Also, Moment, das war ein falscher Satz. Also man kann hier halt auch so Achterbahn fahren und sowas. Also das wurde mit rein implementiert, weil das gab es vorher halt auch noch nicht. Also, na gut, Achterbahn. Eher so Geisterbahn. Und ja, gibt es halt hier, sieht man auch. Da, ne? So, da gibt es halt hier Geschäfte auch. Einkaufsmöglichkeiten. Restaurants, Freizeit und Magie natürlich. Magie gibt es natürlich überall, was wäre auch sonst nicht. Die Stadt der Magie und hier oben haben wir halt drei hier Gebiete halt, wo man wohnen kann, ne? Also diese Häuser kann man sich kaufen und da kann man halt hier in dieser Stadt der Magie leben. Ich empfehle es nicht. Es ist eine ekelhafte Gegend und es hat keine besonderen Extramerkmale. Ich hätte es halt geil gefunden, wenn hier dann halt auch irgendwie so Geister spuken würden. Also dann würde ich hier sowieso 24/7 wohnen. Erstmal irgendeinen Paranormal Activity-Film aufnehmen. Jawohl! Nein. Ja, ist halt nicht der Fall. Ist ein bisschen schade, weil die Umgebung halt auch sehr schön aussieht. Vielleicht bauen wir hier auch mal selbst so ein bisschen was um, weil das kann man ja auch ne, machen. Also ich kann auch ein Haus einfach bauen. Ich darf da halt nur nicht wohnen, wenn ich es nicht bezahlen kann. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir begeben uns einfach mal in den Katastrophenwald 94. Und wenn halt diese Musik jetzt gerade auch, die ihr eben gehört habt, im Hintergrund kommt, da gibt es auch eine viel coolere Musik. Wenn wir da nochmal hinreisen, kommt die dann vielleicht auch mal. So, standardmäßig immer, wenn man wegreist, ist das wieder auf dieses Wandtransparent geschaltet und das hasse ich. Und aus irgendeinem Grund haben wir gerade Nacht. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. So, hier haben wir halt so eine komische kleine Bahn, da können wir mitfahren. Machen wir das mal. Ich finde das irgendwie lustig. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis er fertig ist. Was? Okay. Jetzt geht's los. Jawohl! Er kommt hier aus dem Baum raus. Geil. Richtig geil. Er fühlt sich da zwar eher irgendwie wie ein kleines Kind, aber naja, ne? Vielleicht ist er ja auch einfach noch ein Kind. Wo geht's jetzt hier lang? Ah, er ist da. Ich finde es auch immer so lustig, wie die Sims das auch immer so übertreiben, dass sie das so ganz furchtbar finden.
Da ging es aber tief runter. Okay, dann kommt gleich der letzte Abschnitt. Das ist ja nicht mal wirklich was. Aber kennen wir das nicht auch von solchen Fahrten? Oh, früher als kleines Kind bin ich voll gern immer in solchen Dingern auch gefahren. Das weiß ich noch. Und bis mir das dann zu langweilig wurde. Ich hatte diese ganzen Hardcore-Teile musste. Oh, das ist ja geil. Aber das kann man schlecht in der echten Welt umsetzen. Alter, genial. Das war doch mal lustig. Cool. So, hier könnte man Golf spielen. Ich könnte auch irgendwelche Leute kennenlernen. Lassen wir das mal. Ja. Hier ist auch etwas sehr Lustiges, und zwar, ne, vorführen. Man kann hier eine Zaubershow bieten. Die Sache aber ist, dass man dafür Logik benötigt. Und ich habe keinerlei Logik. Wenn man halt, ne, umso mehr Logik man hat, umso besser ist die Show. Und ich denke mal, das zeige ich euch auch irgendwann nochmal, wenn ich meine Logik aufgebessert habe. Denn ihr wisst ja, ich bin ja so einer, der halt gerne alle Fähigkeiten hocharbeitet, wenn ich mal Zeit dafür habe. Und sonst, ja, das wird, denke ich mal, was. Hier kann man einen Puzzle machen. Sehr geschmackvoll mit Grabsteinen. Und hier haben wir die Vampirfrau Vanessa. Auch sehr gut. Ja, ich denke mal, dazu komme ich aber später. Ich denke mal, ich habe euch das mit den Magiemünzen schon erzählt. Hier könnte man halt Drachensachen holen. Und ja, das kostet halt 8 Magiemünzen, 21, 5, 4, 20. Aber ich habe halt gar keine, die kann man sich aber auch verdienen. Moment, doch, ich habe ja momentan welche, oder? Nee, nicht Interesse. Inventar. Da, hier, ich habe 35 Stück, aber das will ich jetzt nicht für sinnlosen Kack ausgeben. Da seht ihr jetzt hier schon, da ist so eine Show. Ja, machen wir dann aber selbst. Gott, ist das laut hier, ey. Kann ich gar nicht konzentrieren. Hier ist nochmal so ein Händler, hier gibt's halt andere Sachen. Lama-Spucke zum Beispiel, ne? Auch gut. So, Moment mal. Okay, da sind wir wieder. Ich verstehe gar nicht, warum die dann immer hier so hinrennen. So, wo bin ich eigentlich? Wieso? Er meine ich. Ich. Ja, ich weiß nicht, mehr kann man hier jetzt auch nicht machen. Und ja, diese tollen Bäume sind natürlich auch speziell hier im Magiepaket enthalten gewesen. Und naja, ich denke mal, bevor wir dann hier irgendwas Großartiges machen können. Ich könnte noch ein Tonikum kaufen, natürlich. Denk nicht, das ist was zu essen. Vielleicht ist es das sogar. Fahren wir lieber mal nach Hause. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ich bin ja mit dem Loch hierher gekommen. Nach Hause fahren auch noch, ne? Das ist so behindert. Nee. Wir gehen wieder nach Hause. Ich konnte das jetzt mal ein bisschen zeigen, aber darauf gehen wir halt später erst ein. Wenn ich sozusagen meine Magiekarriere etwas besser gestalten kann. Dafür brauche ich halt auch noch mal ein bisschen mehr Geld. Aber dann würde das. So. Hopp. Hopp, hopp. Los. Jawohl. So, gleiche Uhrzeit wie wir bei der Abreise, nur geht's uns natürlich viel schlechter. So. Servier mal Mittagessen. Die Kleine kommt auch bald heim. Fressen. Und sie frisst natürlich direkt. Ja, räum mal ein bisschen auf hier. Geht ja nicht. Dann kannst du so viel Jack sagen, wie du willst. Das ändert nichts. So, ein bisschen benutzen und dann ein bisschen abziehen. So, was willst du denn machen? Du könntest zocken. Nachdem du aufgegessen hast. Spiel. Jawohl. Okay, er braucht dringend Komfort. Guck mal ein bisschen Fernsehen auf, wenn es mich tötet. Obwohl, was rede ich da? Geh ins Bett. Ah! Ah! Nein! Hilfe! Geld? 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 Ah, ich hab's drauf. Deine Versicherungsgesellschaft ersetzt dir deine verlorene Platin-Hutnadel und zahlt dir zum Ausgleich 300 Simoleons. Platin-Hutnadel? Natürlich. Ja. Aber sicher, aber sicher. So, okay.
aufs Klo und dann Duschenrunde. Das ist so behindert, ganz im Ernst. Warum muss man sich die Hände waschen, nachdem man auf dem Klo war, wenn man gleich duschen geht? Das finde ich irgendwie voll bekloppt. Tut mir leid, wenn da jetzt einige sagen, so, ja, ist doch okay, aber ich finde das sinnlos. Ich meine, danach begeht man doch sowieso Ganzkörperhygiene. Total dumm. So, dann kannst du noch die Post reinbringen und dann gehst du pennen, ne? Ne, dann zockst noch ein bisschen. Oh Gott, dieses Kind, ne? Claire die Bärin ist mal wieder da. Gegen die ich nichts tun kann. Oh, geh wieder pennen. Hör auf, Schabernack zu treiben. Spiel mit. Oh, braves kleines Viech. Und schlafen. Da war das Geräusch wieder. Ist das nicht süß? Sehr schön. Und mit diesem schönen zu Bett gehen beenden wir die Folge hier und bis zum nächsten Mal. Haut rein.